So, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir stehen hier gerade in einer Lehmgrube und hier hat wohl jemand einen kleinen Auftrag für uns. Hallo, Kleiner. Was macht ein Mädchen in einer Tongrube? Oh, ein Söldner. Guten Tag. Hallo, Söldner. Ich bereite hier nur etwas für meine Freunde vor. Ich war schon den ganzen Tag hier, aber ich brauche noch mehr Ton. Ich brauche nämlich genug für alle. Was sind meine Freunde? Machst du das? Nee, man muss ja aufpassen. Sie werden sich sicher sehr freuen. Wirklich? Meinst du? Weil eigentlich wollte ich ihnen etwas anderes geben. Du bist sehr großzügig. Was willst du ihnen denn geben? Ich schenke ihnen schicke Schmutzstücke. Du meinst Schmuckstücke. Hab ich doch gesagt. Ehrlich gesagt, siehst du nicht aus, als könntest du dir das leisten. Ich weiß. Deshalb wollte ich glänzende Steine aus den verlassenen Minen holen und ein paar Perlen aus der Lagune. Aber ich brauche schon den ganzen Tag für den Ton und die verlassenen Minen sind ziemlich gruselig. Da war ich schon drin, echt jetzt? Geschenke für meine Freunde zu machen? Sie würden sich freuen und dann freue ich mich. Bitte, ich mach dir auch Schmutzstücke, wenn du mir hilfst. Ja, komm. Gerne doch, junge Dame. Ich besorge dir die schönsten Perlen und glänzende Steine. Und gegen ein paar Schmutzstücke hätte ich auch nichts. Ja, danke. Du bist sehr nett für eine so große, unheimliche Person. Aha, danke schön. Die Perlen, von denen du sprachst, wo kann ich sie finden? Nördlich der Tongruben, in der Lagune. Die liegen einfach so im Wasser rum, aber da sind auch ein paar große Haie. Sei bloß vorsichtig. Na, wo sind diese verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen? Die Mine ist auf der Wiese, westlich vom Tempel. Ich sehe, was ich finden kann. Wo sind deine Freunde? Die kommen bestimmt bald. Nicht mehr lange. Lauter Kleine, ich kann dich nicht hören. Ach, egal. Ich stell sie dir später vor. Also gut, mehr muss die ich nicht Arme. Wissen. Wir sehen uns später. Ich müsste hier bald fertig sein. Triff mich an der Klippe über der Lagune, ja? Dann stelle ich dir meine Freunde vor. Danke, Söldner. Jo, dann gehen wir jetzt als erstes mal... Hoppla. Einen Moment, ich muss kurz was holen. Αληθώς του το συνέβη. Τι γίγνεται. So, weiter geht's. Meine Güte. Einmal alles da haben, was man braucht. So. Die Minen. Dort gibt es die glänzenden Steine. Ja, da war ich schon. So. Die verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen. Man nur welche wissen, welche das sind, ja? Glänzende Stadt. Oh, lol. Hallo. Ging's hier eben auch rein? Bitte was? Habe ich gerade die Schlange fertig gemacht? Bitte was?
Nicht euer Ernst, oder? Machen die so viel Schaden? Alter. Boah. Meine Güte. Also verlassenen Minen mit alles den glänzenden Steinen. Jump. So. Du bist erstmal weg. Glänzend. Hallo. So schön. So. Hier ging es doch eben nicht rein, oder? Oder war es so dunkel, dass ich nichts gesehen habe? Oh, machen die, die machen echt viel Schaden. Ich sag mal so, ne? Mal Tee. Das sage ich dazu. Nämlich keine Lust drauf zu gehen. Ist hier eben auch schon hoch. Ich bin auch echt doof, ne? Was macht denn der Kultist hier? Oder die Kultistenwache vielmehr. What the? So, heute geht's aber auch wirklich ab, oder? Das muss die Lagune mit den Perlen sein. Ja, da waren wir auch schon. Boah. Na, ganz toll. Und den verbackten Hai, der da im Boden drin hängt. Das ist die Lagune, von der das Mädchen sprach. Da sind sie, die Perlen. Hallo, verpackter Hai. Moment. Oder muss ich mehrere suchen? Weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Hier unten denn noch was? Nee. Ich muss noch mal hoch. Ich saufe nämlich gerade ab. Mann. Hoch. Ich möchte diese da. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Dankeschön. War das alles? Nee. Hallo? Ah. Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen. Okay. Ja, ich merk's doch. Junge. Das Mädchen und ihre Freunde. Da oben. Sie ist früher gekommen, als ich gedacht hätte. Hm?
Och nee, oder? Och nö. Echt jetzt? Oh, das ist doch schon wie alles traurig hier. Saltner, du kommst gerade recht. Meine Freunde sind endlich da. Ich sehe hier niemanden außer uns. Was? Dummer Söldner, siehst du sie nicht? Sie sind gleich da drüben. Der auf der linken Seite ist Theo und die auf der rechten Seite ist Erla. Die sehen nett aus, aber ich glaube kaum, dass sie wirklich als Freunde zählen. Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Ich weiß, dass du sie gemacht hast, aber... Martha meinte, ich soll mir Freunde machen und das habe ich. Och, nö. Aber so macht man sich keine Freunde. Sag deiner Martha... Ich kann nicht. Sie ist tot, Söldner. Aber sie ist belastet. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten. Und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldner. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Aber ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Da hatte ich gereicht. Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, Kleine, nein. Das war sehr gut. Deine Martha wäre stolz auf dich. Freunde gibt es in allen Formen und Größen. Ja. Ich habe einen Adler und er ist ein guter Freund von mir. Boah, wirklich? Das ist so toll. Bitteschön, Geschenke für deine Freunde, wie versprochen. Warum legst du sie ihnen nicht mal an? Es gefällt ihnen bestimmt. Danke, Söldner. Du bist der Beste. Das werde ich jetzt sofort machen. Es tut mir leid, Kleiner. Ich konnte dir nicht das Herz brechen. Auch nee. Wenn es gut für dich wäre. Ja. Wahrscheinlich wäre es echt ganz gut. Ihr habt Schmutzstücke bekommen. Na toll. Ich später mal nach ihr sehen. Ja, besser ist es. So, dann gehen wir jetzt mal wohin denn? Ich glaube, auf dieser Insel sind wir durch. Wir müssen jetzt nur noch einmal zu diesem Haus. Welches da noch nicht durchgestrichen ist. Ella. Guten Tag. Ella. Sollten wir hier nicht dran vorbeikommen? Oder sollten wir das nachts machen? Das weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht. Ich zeige euch mal was. An diese Funktion konnte ich mich erinnern. Ans Meditieren. So. Oh, jetzt geht los. Nee. Söldner, töte diese Schlange. Sie hat das gemacht. Sie hat mich kahl gemacht. Dieses verlogene Miststück. Ich muss mich um ein paar Bauern kümmern. Du sagtest eine Strähne ihrer Locken. Erklär mir das. Erklären? Es ist doch klar. Ein hübsches. Leichtgläubiges, dummes Mädchen wird Opfer einer Konkurrentin. Sie hat mich getäuscht. Aetius hat sie gewählt. Er hat mich nicht mal richtig angesehen. Warum hast du das gemacht? Aetius kann nur der meine sein. Ich bin es, die ihn am meisten liebt. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Und ich habe immer schon auf ihn aufgepasst. Glaubst du, ich ließe mir meine große Liebe von einem blauäugigen Küken rauben, das nur sein Geld will? Aetios weiß nicht, was gut für ihn ist.
Er hatte schon länger ein Auge auf Dida geworfen. Ihm gefiel einfach ihr Anblick. Den hab ich geändert. Echt jetzt? Was wurde aus dem Liebestrank? Na, sie hat ihn getrunken. Und sieh nur, er hat prächtig funktioniert. Sie fügte eine Strähne meiner Locken hinzu und ließ es mich trinken. Zuerst hat es sich gar nicht komisch angefühlt. Aber später als... Und mein Haar, es ist einfach ausgefallen. Was ist das für ein Trick? Du wolltest ihr Haar für einen Zauber? Zauber? Wie dumm seid ihr denn? Wenn es doch nur so etwas Praktisches geben würde. Es ist einfach Alchemie. Mit etwas Grundwissen über giftige einheimische Pflanzen ist alles möglich. Und die Pilze sind bekannt dafür, heftige Reaktionen auszulösen. Ich wusste doch. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand kahl wird. Nur ein schlimmer Ausschlag meistens. Der Trank hat alle Erwartungen übertroffen. Okay. Mir wurde Geld versprochen. Gib es mir. Ich will mir das Drama hier auch nicht antun. Streng genommen hat das Mädchen um die Objekte gebeten, nicht ich. Sie hält uns beide zum Narren. Ja. Töte sie, Söldner! Du bist verrückt. Das wirst du büßen. Sie hat gespielt und verloren. Da gibt es nichts zu büßen. Doch. Du, dass sie wirklich so unschuldig ist? Sie wollte sich mit Magie einen Vorteil verschaffen. Also erspar mir die Heuchelei. Geh einfach und nimm deinen Kahlkopf mit. Bitte, Söldner, tu doch was! Wache! Hier ist eine Hexe unter uns! Was soll das denn? Der Söldner sagt die Wahrheit! Seht, was sie mir angetan hat! Sie hat mich vergiftet und entstellt! Ihr müsst mir helfen! Pass bloß auf, Söldner! Ich hol mir deinen Kopf! Ne, 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 ne. Ich kenne sie mein ganzes Leben. Sie ist eine Hexe. Das erklärt alles. Das erklärt alles. So. Wie viel Kopfgeld habe ich denn? Kopfgeld. Ja, nicht viel. Ich habe nicht immer einen Kopfgeldjäger. Okay, dann haben wir uns jetzt um die Hexe gekümmert. Und wollen jetzt eigentlich zur nächsten Insel, und zwar Hydrea. Oder wie man die auch immer ausspricht, keine Ahnung. Boah, Respekt. Aus der Höhe einfach mal am Dach festhalten. Junge, Junge, Junge. Alexios, du machst aber auch echt Kunststücke, muss ich sagen. Muss ich dir auch einfach mal einräumen. So. Let's go. Auf zur nächsten Insel. Hallo? Was ist denn die nächste Insel? Müsste ich mal kurz wissen, dass da also diese Insel dort steuern wir jetzt an. So, wir gucken mal erstmal rechts rum und gucken, ob wir da eine Anlegestelle finden. Gibt zumindest auch wieder Nebenquests. Sehr schön. Ich mag Nebenquests. Natürlich.
Natürlich hast du es gesehen. Das ist wie mit den Göttern. Niemand sah sie. Doch wir wissen, dass es sie gibt. Oder... Ja gut, jetzt habe ich das abgebrochen. Die Obsidian-Insel, Spielplatz des Arks. Aha. Also, erstmal wieder Lage checken. Wir müssen als erstes mal da oben hin. Oh, ich hätte da unten auch andocken können. Aber hey. So, dann wollen wir erstmal da oben hin. Ich glaube, diese schöne Insel ist jetzt nicht so groß. Die packen relativ schnell ab. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Ich muss mich mal kurz um den hier drin kümmern. Lol. Was auch immer die hier beschützt haben. Mit Mal sah ich mir... Wahrscheinlich ist das hier so der kleine Wachpotz einer Insel. Der hier aufpassen soll, dass die keine Athena landen. Und wenn welche landen, Meldung machen oder so. Man weiß es nicht. Oder ich weiß es zumindest nicht. So. Kleine idyllische Insel. Ach, das ist aber schön. Ich mag kleine idyllische Inseln. So. Hier hinten ist wohl nichts Interessantes. Das heißt, wir gehen erstmal dorthin. Jump. Bananenbäume? Ne, es sah irgendwie kurz aus wie Bananen. Frag mich doch auch nicht, wie ich auf Bananen komme. Was? Sie hat doch nicht mal einen offiziellen Übungspartner. Aber nur, weil sie... Aha. Glück. In der richtigen Schlacht hätte sie ihn getötet. Stimmt. Wow. Also hier gibt es wohl irgendwelche Kämpfe. Habe ich das gerade richtig mitbekommen? Hier ist wohl Roxana. Wer auch immer das ist. Guten Tag. Ey! Der ist bewusstlos. Diese Männer könnten einen Arzt gebrauchen. Sie waren lausige Übungspartner. Jeder Einzelne. Ich brauche jemanden, der kämpfen kann. Hier, komm, nimm mich. Hände. Ich brauche einen Helden. Vielleicht steht dein Held schon vor dir. Ist das so? Ja, wenn du maybe. Es ernst meinst, ich bin eine zugelassene Teilnehmerin. Wenn du mit mir übst, lässt Drakios uns beide offiziell teilnehmen. Diese Schlacht... Die Schlacht der 100 Hände ist der zermürbendste Wettbewerb der griechischen Welt. Die Verluste sind hoch und die Gewinnchance gering. Bist du sicher, dass du dich darauf vorbereiten willst? Komm! Ich werde hart an mir arbeiten. Danach entscheiden die Mäuren. Demut steht dem Kriegergeschlecht gut, solange es dem Verschleiern der Grausamkeit dient. Denn die braucht es in der Schlacht. Okay. Du sagtest, ich solle mit Drakios darüber reden, mich offiziell für die Schlacht einzuschreiben. Wo kann ich ihn finden? Normalerweise in der Stadt auf Melos. Vielleicht ist das doch ein bisschen länger. Man weiß es nicht. Wenn es so schwer ist, warum rechnest du dir Chancen aus? Ich arbeite in jeder wachen Stunde bis zur Erschöpfung an mir.
bevor ich schlafe, opfere ich Ares. In der Nacht erwache ich und entwerfe Strategien. Und am Morgen geht alles von vorn los. Das ist ein beeindruckendes Pensum. Ja, ist so. Wenn ich die Schlacht nicht gewinne, habe ich wenigstens alles gegeben. Warum überhaupt erst teilnehmen, wenn es doch so schwierig ist? Ich komme nicht aus reichem Hause und habe immer von dem 100-Hände-Geldbeutel geträumt. Mein Vater, mein Bruder, sie versuchten vor Jahren zu gewinnen. Sogar meine Mutter nahm letztes Mal teil. Es gibt nur noch mich. Alle tot. Du willst deutsche Drachmen. Uncool. Die Drachmen sind mir im Moment egal. Ich muss das Vermächtnis meiner Familie vor der Klinge eines weiteren Helden retten. Ich muss gewinnen und werden wie die Helden von einst. Sagen wir mal, ich wolle in der Schlacht der 100 Hände kämpfen. Dann kämpf gegen mich und erweise dich als würdiger Übungspartner. Du hast okay. Komm! Aber wie es hier weitergeht, sehen wir nächste Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet auch das nächste Mal ein. Euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao!